So, hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit Lego Minecraft und da habe ich hier das Set mit der Nummer 21173, der Himmelsturm. Das Set ist 2021 neu erschienen. Es kostet normalerweise knapp 60 Euro und besteht aus 565 Teilen. Das Set gibt es aber auch schon im freien Verkauf, da bekommt man es so für um die 45 Euro. Im Set sind dann diese Figuren hier mit dabei. Und hier auf der Rückseite sieht man auch die ganzen Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Das alles testen wir natürlich nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber vorher werfen wir natürlich hier auch erstmal einen Blick in die Box und schauen mal, was hier alles drinne ist. So, in der Box waren jetzt 5 nummerierte Tüten und noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 68 Seiten. Und hier drüben sieht man noch die anderen Sets aus der neuen Welle, die oberen beiden habe ich euch ja schon gezeigt. Das untere rechts hier, das werde ich euch demnächst auch noch zeigen. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich jetzt schon mal kostenlos abonnieren. Und ich baue jetzt mal dieses Set hier auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich jetzt so circa eine Stunde gebraucht und der Aufbau hat auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Hier waren auch wieder viele große Teile mit dabei, sodass man halt schnell was stehen hatte. Das ist ja meistens so bei Minecraft. Und jetzt haben wir hier eben links einmal den Himmelsturm, rechts so einen kleinen Garten und in der Mitte noch eine schwebende Schmiede. Das alles schauen wir uns nachher natürlich mal ein bisschen genauer an. Aber als erstes werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Figuren. In dem Set ist ja leider bloß eine Minifigur mit dabei, das finde ich ein bisschen wenig für ein Set, das knapp 60 Euro kostet. Aber die Figur, die dabei ist, die finde ich eigentlich ziemlich cool, das ist nämlich hier einmal der Pilot. Der ist ausgerüstet mit einem Dreizack und einer Feuerwerksrakete, die er hier in Händen hält. Und zudem hat er hier auf dem Rücken noch dieses Elytren, also diese Art Flügel, mit der er dann durch die Welt gleiten kann. Die Flügel kann man, wenn man möchte, auch noch ein bisschen verstellen, also die kann man so ein bisschen nach außen bringen oder eben so zusammenklappen. Die Flügel sind dann hier an diesem transparenten Teil zwischen Kopf und Torso befestigt. Ohne seine Ausrüstung sieht die Figur dann mal so aus. Er hat eigentlich eine ganz schöne Torso-Bedruckung bekommen für eine Minecraft-Figur. Zudem trägt er noch hier diesen Nazareth-Helm. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus mit dem Schutz hier an der Nase. Und auch noch an den Seiten. Ich zeige euch den mal kurz von allen Seiten. Von hinten sieht man jetzt hier auch noch die Rückenbedruckung. Die war ja gerade noch von den Flügeln verdeckt. Und jetzt kann ich auch noch mal kurz den Helm abnehmen. Dann erkennt man nämlich hier mal die komplette Gesichtsbedruckung. Als nächste Figur hätten wir hier dann einmal eine Katze in Gelb mit einem weißen Streifen. Hier vorne sieht man mal das Kopfteil, das schön bedruckt worden ist, mit den Ohren oben. Und hinten hat man halt noch den Schwanz, den kann man auch ein bisschen verstellen, also den kann man hoch und runter bringen. Das ist aber auch schon die einzige Bewegungsmöglichkeit hier an der Katze. Und die letzten beiden Figuren wären dann hier mal diese beiden Phantome. Die sind hier hinten an so transparenten Stangen befestigt, damit es eben so aussieht, als ob sie durch die Luft schweben würden, durch die Luft fliegen würden. Und die Figuren sind auch baugleich, deswegen reicht es eigentlich, wenn wir uns mal eine davon ein bisschen genauer anschauen. Die Phantome sind von oben einmal dunkelblau und von unten dann grau. Zudem haben sie hier vorne auch ein bedrucktes Gesicht bekommen, also da sieht man halt mal die Augen. Das ist auch wieder eine bedruckte Fliese. Und zudem gibt es hier viele Bewegungsmöglichkeiten. Wir können die Flügel an den Seiten bewegen, also die kann man nach unten oder nach oben bringen. Zudem lässt sich vorne der Kopf noch bewegen, der ist in einem Kugelgelenk befestigt. Den kann man nach unten bringen, nach oben oder eben zu den Seiten. Das funktioniert alles ziemlich gut. Und zu guter Letzt kann man dann hinten auch noch den Schwanz bewegen, der ist ebenfalls an einem Kugelgelenk befestigt. Also den kann man halt auch noch ein bisschen hindrehen, wie man möchte. Und wie gesagt, hier hinten ist ja dann noch diese transparente Stange befestigt. Gut, das waren also mal alle Figuren. Jetzt schauen wir uns hier mal die drei Modelle an. Und die befinden sich ja im Himmel und ich finde, das wurde ganz schön dargestellt mit diesen weißen Wolken hier unten. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt jedes Modell mal ein bisschen genauer an und wir starten hier rechts mit dem kleinen Garten.
Diese kleine Garteninsel hier hat eine Höhe von ungefähr 6 cm, dazu noch eine Breite von 5 cm und nach hinten in die Tiefe, da geht es ungefähr 7 cm. Hier vorne hat man dann so einen kleinen Wasserfall und hier oben ist noch so ein kleiner Fluss angedeutet. Zudem sieht man unten eben nochmal die weißen Wolken und hier ist auch noch so ein transparentes Teil, damit es eben so aussieht, als würde das hier im Himmel schweben. Und von oben sieht das Ganze dann mal so aus. Hier sieht man halt die ganzen Pflanzen, die hier angebaut worden sind. Und zudem sieht man hier in der Mitte so einen kleinen Fluss, der dann hier eben in den Wasserfall endet. Und hier an den Seiten, da kann man dann, wenn man möchte, noch die Minifiguren hinstellen. Das Ganze sieht dann mal so aus. Als nächstes hätten wir hier dann den Himmelsturm. Der hat eine Höhe von 23 cm. Unten sieht man halt auch wieder die weiße Wolke und so ein transparentes Teil. Und zudem sieht man hier auch diese ganzen Ranken. Und farblich ist der halt in beige gehalten mit ein bisschen Türkis hier und so schwarzen Säulen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich zeige euch das Modell da mal kurz von allen Seiten. Von oben sieht das Ganze dann mal so aus. Hier hat man auch wieder so Befestigungspunkte für die einzelnen Figuren. Zudem kann man hier oben, wenn man möchte, auch noch die Phantome dran befestigen. Und das Ganze sieht dann mal so aus. Und zu guter Letzt hätten wir hier dann noch die schwebende Schmiede. Das Modell hat eine Höhe samt Kamin von ca. 18 cm, dazu noch eine Breite von 15 cm und nach hinten in die Tiefe, da geht es ungefähr 12 cm. Wir sehen es ja hier gerade schon von allen Seiten, auch das finde ich ist schön gebaut worden mit den schwarzen Säulen hier. Zudem sieht man hier dann die Fenster an den Seiten. Unten hat man natürlich auch wieder hier die Wolken angedeutet und so ein paar transparente Teile. Und hier drüben dann noch den großen Schornstein. Von vorne sieht man dann auch wieder so eine Ranke hier und noch ein paar Lampen hier an den Seiten. Und zudem ist hier noch eine Kiste. In der Kiste ist dann hier einmal ein orangener Fisch. Der ist dann für die Katze, also den kann dann die Katze essen. Dann hat man hier vorne einmal die Eingangstür. Die ist eigentlich auch ganz schön gemacht worden hier mit so einem Fenster. Und hier ist noch der Griff, um die Tür dann zu öffnen. Und dann hat man hier schon mal einen kleinen Einblick in die Schmiede, aber da ist wirklich ziemlich dunkel drin. Deswegen können wir hier oben noch das komplette Dach abnehmen. Das liegt einfach lose drin. Das Dach sieht dann mal so aus. Und jetzt hat man da einen besseren Einblick in die Schmiede und zudem fällt halt auch noch mehr Licht rein. Von innen sieht das Ganze dann mal so aus. Also hier ist nicht allzu viel drin, aber zumindest haben wir hier drüben einmal eine Werkbank. Die sieht dann mal so aus, die kennt man ja schon von anderen Minecraft-Sets. Die hat dann auch bedruckte Teile. Zudem hat man hier links dann noch den Ofen, der dann mit dem Kamin verbunden ist. Und hier hinten, da hat man noch einen schwarzen Amboss. Der sieht dann mal so aus. So, und jetzt gibt es da noch eine Umbaumöglichkeit. Wir können nämlich den Turm hier oben auf das Dach noch draufsetzen. Dafür nehmen wir erstmal das Dach hier von der Schmiede ab. Dann müssen wir dieses Teil von dem Turm hier oben abnehmen. Das wird bloß von zwei so Teilen gehalten, also es geht ganz leicht ab. Zudem müssen wir das untere Teil hier noch abnehmen. Auch das wird bloß von vier so Teilen gehalten. Und jetzt können wir einmal den mittleren Teil des Turms hier auf dieses Teil setzen. Und zudem das Dach dann wieder hier oben drauf. Und diesen umgebauten Turm, den setzt man dann einfach hier oben wieder drauf. Und das Ganze sieht dann mal so aus. Jetzt hat man halt noch einen höheren Turm und noch zwei kleine Nebengebilde. Und das waren dann eigentlich auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.